Nicht so gut? Kann man so sagen, ja. Wir haben geschlossen. Dann geh ich mal voraus bei der Uhrzeit. Nee, es tut mir leid, ist einfach nicht mein Tag. Hey. Mach dann nichts. Felix kommt gerade vom Anwalt. Na, so wie du aussiehst, hast du keinen Optimisten ausgesucht. Also, Fahrerflucht. Gibt es bis zu 3 Jahren Knast oder eine saftige Geldstrafe? Knast? Ey, du hast eine weiße Weste, du hast keine Vorstrafe noch nichts. Bist du sicher, dass du einen guten Anwalt hast? Ja, ich könnte mal darüber nachdenken, ihn zu wechseln, aber die finanzielle Belastung, die auf mich zukommt, die ist einfach enorm. Ich habe eine Geldstrafe, ich habe eine Schadensersatzforderung. Schadensersatzforderung von wem? Von Carlas Versicherung, meine Haftpflicht. Ja, im 5-stelligen Bereich. Hey, es gibt für alles eine Lösung, das ist nur Geld, mehr ist es nicht. Geld, das ich nicht habe, Geld, das ich brauche, Geld, das ich für meine Familie brauche. So, nun? Der Anwalt hat mir geraten, Privatinsolvenz anzumelden. Geht das so einfach? Oh, sicher. Wir verlieren unser Weinkontor und damit unsere Lebensgrundlage. Ganz einfach. Ja, entschuldige bitte, aber dann ist das keine Lösung. Ich würde euch ja gerne helfen, aber bei mir sieht es im Moment auch nicht gerade rosig aus. Nils hat recht. Damit, dass ich euch nicht helfen kann? Wir sollten den Anwalt wechseln. Carla hat doch ihre Nebenklage zurückgezogen. Das heißt, Martin Ahrens ist wieder frei. Ist mir unangenehm. Ach, Unsinn. Wir sind doch fast Familie. Tja, sieht so aus, als hätten wir im Moment alle Geldprobleme, was? Wer noch? Na, Carla. Ich hab sie gerade getroffen. Die kann ihr Zimmer in der WG in Göttingen nicht bezahlen. Ja, klar, wir können ja auch nicht helfen.